Zum großen Fahrplanwechsel im Jahr 2023 ging in Erlangen eine neue Buslinie mit dem Namen City-Linie in Betrieb, welche vor allem in den letzten Tagen intensiv beworben wird. Dabei handelt es sich bei der City-Linie 299 nicht um eine wirklich neue Linie, sondern lediglich um die Aufwertung der Klinik-Linie, welche schon seit 2020 kostenlos den Bahnhof mit den Unikliniken und der Altstadt verbindet. So war die Kliniklinie von Anfang an nur als Provisorium gedacht, welche die Fahrgäste bereits auf die Citylinie einstimmen sollte. Dies aber an manchen Tagen eher schlecht als recht. Gefahren wurde theoretisch alle 10 Minuten, praktisch jedoch nach dem Kirmesprinzip, also wenn genug Menschen im Bus saßen, wurde abgefahren. Zum Einsatz kamen entweder Minibusse, allen Anscheins nach in ihrem vorherigen Leben in Frankreich unterwegs waren, oder Midibusse aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt. Ganz anders als heute. Auf der City-Linie kommen 7 hochmoderne elektrische Midibusse von Solaris zum Einsatz, welche die ESTW extra für diese Linie angeschafft hat. Genau wie die Kliniklinie bindet auch die neue City-Linie alle wichtigen Punkte in der Altstadt, die Universität, die Unikliniken und den Bahnhof an. Durch eine leicht geänderte Linienführung werden nun allerdings zusätzlich die Arkaden angebunden. Im Osten besteht am Zollhaus Umsteigemöglichkeiten zu Regionalbuslinien in den Landkreis. Weggefallen ist die ohnehin fragwürdige Anbindung an das Kulturzentrum E-Werk, wobei das ein bisschen schlecht ausgedrückt ist. Zwar liegt die Haltestelle direkt vor der Eingangstür heute brach, allerdings kann man auch mit der Citylinie bequem zum E-Werk fahren. Dafür steigt man einfach am Martin-Luther-Platz aus und geht 2 Minuten zu Fuß. Die neue Citylinie verkehrt dabei in einem Viertelstundentakt, wobei einen die Werbung mit den 7-8 Minuten ein bisschen in die Irre zu führen vermag. Denn der 299er ist ein Ringbus. Er befährt die Route also, ganz anders als die Kliniklinie, gegenläufig in beide Richtungen. Und wo wir schon beim Thema Ringbus sind, eine Unterscheidung, wie man sie beispielsweise ganz klassisch aus Berlin mit S41 und S42 für den Ring kennt, würde auch auf der neuen Citylinie Sinn ergeben. Fahrten im Uhrzeigersinn und Fahrten gegen den Uhrzeigersinn kann man leicht daran unterscheiden, dass einem bei Fahrten im Uhrzeigersinn in der Fahrplanauskunft Uniklinikum, Zollhaus, Busbahnhof angezeigt wird, bei Fahrten gegen den Uhrzeigersinn Zollhaus, Unikliniken, Busbahnhof. Und so wurde die Doppeldeutigkeit in dem Spruch, mit dem die Erlanger Stadtwerke schon lange werben, nun tatsächlich Wirklichkeit. Denn die Citylinie fährt nun tatsächlich wortwörtlich im sauberen Takt. Nein, mach ich.